Hallo und herzlich willkommen zu unserem Talk über die Freizeit und Geiselwind Neuheiten. Also ich bin der Niklas und ich bin der Leon und das ist der Niklas. Hallo. Wie ihr ganz bestimmt schon gehört habt, wird das Seaside ja erweitert um Saunafässer und ähnliche Freizeitmöglichkeiten. Die Neuheiten sind You'll Be Go. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber was sagst du denn zu der Monjölnir-Saga? Auf jeden Fall ein sehr komplizierter Name und du kannst ihn gut aussprechen. Ja, danke. So, wir lesen euch das jetzt mal vor, was da steht. Glaubt ihr, der Saga um Thors Hammer umgeht das 50 Meter hohe Abenteuer ein, erlebt auf Mjölnir rasante Fahrspaß eingebettete in unseren Erweiterungen in Forbidden Kingdom. Ja, also was sagst du dazu? Also auf jeden Fall schon mal cool, dass wir jetzt so ein Rad bekommen. Ich kann einfach nicht diesen Namen aussprechen. So eine Schleuder halt. Es können sich ja 4 Personen reinsetzen. 2 Personen auf die eine Seite und 2 auf die andere. Ist echt mal gut, dass Geiselwind mal wirklich sowas macht und jetzt nicht so Babyfurt-Sachen, aber egal, es sind immer noch Neuheiten. Ja. Also mit Babyfurz, was meinst du denn? Takawaka ist aber kein Babyfurz. Also, es war ja nur ein Spaß, Leute. Ja, also versteht es jetzt hier nicht falsch. Das ist wirklich nur ein Spaß. Ja, und was hat Geiselwind eigentlich davor gemacht? Ramses und Merlin, das ist auch kein Furzlöhr. Ja. Also, jetzt sagen wir nochmal kurz was zum Mjölnir. Oder wie das heißt, auf jeden Fall. Wir zwei werden natürlich wieder die ganze Zeit, es wird dann so sein, ach komm, lass uns mal auf Merlin gehen, jetzt fahren wir nochmal das Rad. Das ist bei uns. Ja. Wir lieben halt solche Action-Fahrgeschäfte. Ja, und echt gut, dass Geiselwind mal sowas bauen. Wir hoffen einfach, dass Geiselwind dann nächstes Jahr einen Megacoaster baut. Ja, sowas wie Bluefire Megacoaster. Ja, sowas. Dann Yggdrasil. Wem das Abenteuer auf Mjölnir zu wild ist, kommt auf Yggdrasil auf seine Kosten. Die Attraktion nimmt die ganze Familie mit auf eine Fahrt um den Lebensraum, auf den viele Tiere leben. Auf dem gesamten Baum sind farbig leuchtende Ziele, die mit der Pistole an jeder Gondel getroffen werden müssen, um fleißig Punkte zu sammeln. Das ist natürlich sehr cool, das ist halt so ein Baum, das sind so Sachen, solche Waggons außenrum und da kann man das so abschießen und die Waggons kann man auch nochmal drehen. Also echt cool, dass man das so abschießen kann und noch was zweites Interaktives kommt, weil bisher ist ja noch nichts Interaktives im Park und Doch. Dieses Ballspritzen. Ja, das Ballspritzen ist auch interaktiv. Aber sowas, ein interaktives Fahrgeschäft gibt es so jetzt noch nicht und mit Yulby ist auch gut gesorgt. Ja, zweifacher interaktiver Spaß. Isola Magica. Die ehemaligen T-Rex World erstrahlt in neuen Glanz und erzählt eine völlig neue Geschichte. Geht in unserer Neuheit Isola Magica auf eine mythische und bunte Reise. Neue Effekte, ein erweiterter Laufweg sowie ein passender Soundtrack laden und entdecken und erkunden ein. Also, das ist echt gut, dass jetzt mal aus der T-Rex World was Neues gemacht wird, weil die war jetzt echt schon alt für ihr Alter. Ja, die hat sich schon was Gutes mitgemacht. Ja, wirklich. Also, es ist gut, dass sie mal etwas Neues machen. Und zu Isola Magica gibt es auch einen neuen Film im 4D-Kino, die Dino Safari im Quadroskop 4D. Nee, aber der Klassiker Happy Family bleibt noch da. Zum Glück. Gell? Ja. Da ist ein Rechtschreibfehler. Da steht neben Platt. Okay, wir haben einen Rechtschreibfehler gefunden. Nehmt Platz und begebt euch in ein Dino-Reservat, wo ihr verschiedene Urzeitriesen entdecken könnt. Aber ob alles gut geht, seht ihr im Kino. Es geht natürlich nicht alles gut. Und mehr als 16 Events, 18 Events sind unter der Saison untergebracht. Diese sind Tuckis Bundesösterfest, Winterkindertage, Muttertag, Vatertag, Familienwochenende, Cosplay Weekend, Prinzessinnentage, Summer Nights, Dino-Tage, Plüschparty, magisches Wochenende, Dino-Tage, Schulstadtparty, Bayerns größtes Halloween-Event und das Winterwunderland.
sind. Yay! Da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Woohoo! Und übrigens hat auch noch es ein neues Cover bekommen. Also zunächst sieht man auch noch das Rad, sieht man Merlin drauf, das sieht man. Ja, die ist neu. Auch mal ne, auch mal sehr gut. Ja, und sonst kommt ganz bestimmt noch mehr Neuheiten, werden vorgestellt. Bisher noch nicht. Aber es kommt ganz bestimmt noch mehr. Und das wissen wir auch. Stimmt's, Leon? Ja, vor allem der Tower of Fear kommt auch zurück. Ja, der Tower of Fear wurde in einem YouTuber-Video auch gesagt, in einem anderen YouTube-Video. Als der Tower of Fear zurückkommt, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und es gibt natürlich auch noch andere Fahrgeschäfte, die vielleicht zurückkommen würden. Ja. Und ja, also wir freuen uns sehr über alles, was Neues kommt. Ja. Und ja, das war's jetzt mit diesem Talk und viel Spaß und habt noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.